Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 15.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, es gibt einen neuen Skin Moxie, eine neue Picke, die schlagfertige Axt, eine neue Lackierung, die Abkühlung. Wir fangen jetzt einfach mal hier mit dem Sturmbomber an. Ich finde, der Sturmbomber ist ziemlich cool. Der sieht ein bisschen aus, als wäre das R2-D2 da hinten drin. Ne? Das Ding kriegt von mir 9 von 10. Und da schauen wir mal hier ganz kurz in die Noten rein. Da haben wir ja ein Voting von 3,8 von 5 bei 25 Sports am 12. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem, 6 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen. Dann geht's weiter hier mit dem Partylöwen Slurp. Mega geiler Style, kriegt von mir 10 von 10, eine der geilsten Picken, die wir überhaupt im Spiel haben. Das ist hier Party Animal. Party Animal hat hier ein Voting von 4,36 von 5 bei 56 Votes am 7. Januar 2018. Das erste Mal drin gewesen, 27 Mal seitdem, 78 Spiel. Meine ist jetzt in meinem Shop auch vor 32 Tagen. Dann sind wir hier bei Velocity, der weibliche Royal Air Force Skin für 2000 V-Bucks, das Teil. Kriegt von mir 7 von 10, Schnuckelchen. Hat hier ein Voting von 4,17 von 5 bei 50 Votes am 12. Mai 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 Mal seitdem 45 Reminders. Auch das letzte Mal vor 32 Tagen im Shop. Dann haben wir den Raptor, der ist ein bisschen älter schon hier. Für 2000 V-Bucks. Der männliche Royal Air Force Skin kriegt von mir auch 7 von 10. Da haben wir hier ein Voting von 4,15 von 5 bei 109 Sports am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen, 26 Mal seitdem 44 Reminders, auch vor 32 Tagen das letzte Mal drin gewesen. Dann sind wir hier mit dem Set auch schon durch, dann geht's weiter mit der Gaunerin, Rapscallion. Ja, was kann man dazu sagen? Eine der beliebtesten Skins, kriegt von mir 7 von 10. Der Rapscallion oder die Gaunerin hat hier ein Voting von 4,55 von 5 bei 108 Votes am 3. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen, 18 Mal seitdem 229 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 22 Tagen. Dann haben wir Sexy Schräglage. Flippin' Sexy. Und Flippin' Sexy kostet hier 500 V-Bucks. Ist ein uraltes Teil. Finde ich richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10. Hat ihr ein Voting von 4,5 von 5 bei 18 Votes am 5. März 2018. Das erste Mal drin gewesen. 26 Mal seitdem 41 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 24 Tagen. Dann haben wir hier den Bracer. Und der Bracer hat hier ein Voting von. Hat hier ein Voting von. Ist der Bracer für 800 V-Bucks. Teil. Finde ich, sieht eigentlich ganz nice aus. Kriegt von mir 7 von 10. Der Bracer und hat hier ein Voting von 3,21 von 5 bei 33 Sports am 15. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem 29 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 21 Tagen. Alles so um die 20 Tage rum, 3 Wochen her. Das Gefühl, da haben wir das Raketenrodeo für 800 V-Bucks. Finde ich ziemlich witzig. Das Ding kriegt von mir auch 8 von 10. Also Rocket Rodeo hat hier ein Voting von 3,84 von 5 bei 19 Votes am 12. März 2018. Das erste Mal drin gewesen, 15 Mal seitdem 21 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 150 Tagen. Jetzt kommen wir endlich zu einem Item, was schon ziemlich lange nicht mehr da war. 150 Tage. Das ist jetzt am 18. April 2019 gewesen. Schon ein bisschen her. So, dann haben wir den Infinite Dab, den unendlichen Dab für 500 V-Bucks. Das Teil finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Kriegt von mir 7 von 10. Also nicht so gut wie den normalen Dab. Hat hier ein Voting von, was haben wir denn da? Da haben wir eine Bewertung von 4,15 von 5 bei 20 Votes. 6. Juli 2018 ist erstmal drin gewesen. 16 Mal seitdem 108 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 17 Tagen. Auch wieder so knapp 20 Tage her. Alles klar. Dann haben wir hier diese neue Lackierung. Abkühlung. Für 300 V-Bucks. Und, das finde ich jetzt nicht so wirklich sexy, das Teil.
Kriegt von mir, was soll ich denn da? Also, Abkühlung, kühlt bei mir sofort alles ab. Kriegt von mir nur gerade mal 4 von 10. Ich finde, die sieht echt nicht gut aus. Ich finde, die sieht echt nicht gut aus. Hat auch bis jetzt noch kein Voting. Also, für 300 V-Bucks das Teil. Dann kommen wir zu einer neuen. Jetzt achten wir mal ganz kurz da drauf. Achtet mal auf die Feder, wenn ich da reingehe. Ich ahne, ich denke, dass wenn man damit haut, dass dann irgendwie ihm das Teil ausfährt. Kann man das irgendwie, wenn ich das schneller bewege, geht's nicht auseinander, ne? Werkzeugeffekt. Nee. Oh mein Gott. Wenn zwei Fäuste einfach nicht genug sind, Teil des TKO-Sets. Schlagfertige Axt für 800 V-Bucks. Das Teil finde ich... Ich kann es im Moment echt nicht so wirklich beurteilen, ob man da, ob das rausfährt oder nicht beim Schlagen. Kriegt von mir 7 von 10. Die Clobber-Axe. Die hat bis jetzt auch noch kein Voting. Und dann haben wir hier als nächstes hier... Was ist denn das? Moxie. Moment, ich muss mal da unten erstmal in den Style rein. So, Moxie, weil ansonsten switcht das so rum. Ja, was können wir bei Moxie sagen? Sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Mickey Maus hier mit ihren Kügelchen da rechts und links. Oder Prinzessin Leia, könnte man auch sagen. Moderne Prinzessin Leia. Ja, Prinzessin Leia war ja modern. Sah aber tausendmal besser aus. Ja. Ich gehe mal auf die andere. Dann gucke ich mir die mal an. Die könnte ein bisschen mehr Jedi-Style sein, ne? So, wenn wir schon bei Prinzessin Leia waren. Aber. Ja, Moxie. Er hat so Nieten auf den Boxhandschuhen. Scheinbar hier so eine Boxerin ab in den Ring. Teil des TKO-Sets. Technischer K.O. Ja, da sage ich mal, das Teil kriegt von mir 6 von 10. Und dann gucke ich mir noch mal ganz kurz hier das Backpack an. Was ist denn das? Das sind auch Boxhandschuhe. Und das ist ein kleines, komisches... Das ist ein Elch, oder? Soll es ein boxender Elch sein? Ach, da steht ja auch, das heißt, oh mein Gott. Herr Gleich, schalt doch mal dein Hirn ein. Da steht doch schon Elch. Oh mein Gott. Kollege, was ist los mit dir? Ja, das ist ein boxender Elch hier hinten drauf. Und der sieht ziemlich dämlich aus. Also, ja... Macht die Sache nicht wirklich besser. Ich glaube, dann bin ich sogar eher bei 5 von 10. Also, ja. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, so, ich muss ja noch hier benoten. Noten. Und, auch vorhin ganz kurz mal, ja, sofort hat vorhin auch mal ganz kurz drüber geschaut und, wir waren uns beide eigentlich da schon sehr einig gewesen, dass das Ding hier, dass dieser Shop diesmal Schrott ist. Und schalten wir mal das Voting gerade ein. Und dann klicke ich mal da drauf. Das ist von mir ein Hated. Wir haben hier 804 Love It's, 989 jetzt mehr und 2051 Hated's. Da kommt jetzt meins noch mit hinzu. Jetzt haben wir 2052. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal den Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, jetzt sind wir schon bei 2054. Ja, und benutzt unseren Supporter-Creator-Code. Sofort du gleich, TTV. Und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, oder mit dem Herrn Sofort oder uns beiden zusammen. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.